Willkommen, Sonntag, Tag 2. Morgen. Am Sachen packen. Wie hier jetzt bald raus. Denn der muss noch weiterspielen. In anderthalb Stunden ungefähr geht's los. Für Central 6-1, Platz 23 nach dem Vorrunden Tag 1. Jo. Hier habe ich gerade eine Stimme gehört. Wo ist er hin? Ihr habt hier gerade die übelsten Lärm. Gut, wir sind fertig. Ja. Na, dann los nach oben. Noch was essen und dann los. Bin ich stark verwundert, dass du nicht Uniform bist. So. Oh, nee. Hm? Wieder sagt 100, mein Sohn. Ich bin stark verwundert, dass du nicht Uniform bist. Tag 2 startet. Jens, was ist jetzt noch ein Vlog? Ja, hallo. Was machst du da? Du warst offensichtlich nicht bei der Bundeswehr. Kaffee trinken, bin im Bett und das ist dasselbe Zeug, 3 Wochen lang getragen. Ich bin Regional. Wollen wir los? Ja. Also ich wollte mal die Küche filmen, wie es hier ausschaut. Und naja, die Jungs bleiben ja noch eine Nacht. Die wollen ja noch einen deutschen Meister fahren. Ich schnapp mir jetzt hier noch meine Sachen, die ich hier noch habe. Und dann geht's los. Du siehst doch ziemlich müde aus. Ich bin noch ziemlich müde. Oh ja, gut. Los. Ja, ich filme schon wieder, weil hier darf ich noch filmen. So, mit 5-2. 6-1 und 6-1. Ja, auch 5-2. Wie bist du gegangen? Zu 2. Zu 2. Geht's jetzt hier rein in Tag 2 für die Jungs. Und ich werde mal gucken, was ich mache. Vielleicht kriege ich noch ein paar Videos zusammen. Ich stehe hier bei unserem altbekannten Gonch. Und wir machen jetzt mit unserem asiatischen Kumpel aus Berlin Team Cup mit. Spontan. Eine Bundles für 3 Leute. Grüße an Family Force, die auf diese geniale Idee gekommen sind. Wir hatten schon viel Spaß beim Deckbau. Wer spielt die Maxi? Wer spielt die Instant Fusion? Dann hat man einigermaßen drauf. Wer denn nun Instant Fusion spielt, Tui oder Tango, wie er heißt, spielt 2, ich spiele 1. Dann sagt uns Max bei der Anmeldung, ja, aber Norden ist auf 1. Also musste einer die Instant Fusion komplett kicken. Omega ist auch nur auf 3. Und ja, ja, gut. Schauen wir mal. Hast du noch irgendwelche Worte? Wird cool, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich habe einmal 10 Mains gewinnt. Ja. Weil die anderen beiden habe ich abgetreten. Da haben sie sich echt von mir geschritten. Und ich habe keine Instant Fusion. Ja. Ich werde allen zeigen, wenn man Paper ohne Instant Fusion spielt. Ich habe keinen 3GG. Eigentlich hat unser dritter Kumpel alles reserviert, oder? Er hat alles gekriegt, was er wollte. Er hat mich so lange genervt, dass er die Max Cs kriegt, dass er die Max Cs bekommt. Wenn er heute nur verliert, ey, der kriegt so aufs Maul. Oh Mann. Ja, nö. Also jetzt spielen wir mit Pendulum, Infernoid und so ein Zombie-Synchro-Deck. Und gehen wir einfach mal rein und machen uns noch ein bisschen Motivation. Zwischenstand Team Cup, Team 22. Gonsch hat beide gewonnen bis jetzt. Unser Berliner hat das erste gewonnen, das zweite verloren. Ich habe das erste verloren und das zweite gewonnen. Das heißt, wir stehen 2-0. Und ich habe gerade Leute Nähe Kassel kennengelernt, Göttingen, die Ecke. Und die wollen dann auch zum CCG Tourstop kommen, wenn ich in Leipzig bin am 9.7. Ja, ihr bekommt ein Auto voll? Wir haben richtig Bock. Ja, cool, Mann. Eine Woche vor der EM nochmal schön spielen. Definitiv. Und da freue ich mich auf euch. Macht schön Werbung. Auf jeden Fall. Dann klappt das. Wie gesagt, 120 Leute peile ich an. Und das wäre ja mal für den Osten wieder ein cooles, großes Turnier. Jo, ansonsten, was macht ihr heute noch so? Entspannen, ein bisschen Stadt angucken, was essen gehen und dann ganz schön nach Hause fahren. Ich habe gehört, die Innenstadt soll ganz schön sein. Guckt euch die mal an. Also, ja, auch direkt am Dom und wirklich auch sehr schöne, kleine, nette, pittoreske Straßen. Ja, na mal schauen. Vielleicht schaffen wir das nachher auch noch. Jo. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Danke. Wir hören uns. Zwischenstand nach Runde 4, 3-1. Gerade haben Gönsch und ich ein bisschen, hier schmatzt. Die Fresse bekommen. Total. Ich durfte gegen Lukas aus unserem Auto, der hat Barrieren-Anti gespielt, ja, ich 1-0 und dann hat er die anderen 2 Runden halt gewonnen. Da habe ich nur meine Infernoids gezogen und er hat die Feuerstattung rausgebordet gegen Wasser. Da saß ich dann da und kam nicht vorbei, keine Normis haben, keinen Dark Hole. War blöd. Und du hast gegen Burning Abyss gespielt, warum hast du verloren? Mangels Max 10. Ja, wer hat die Max 10? Unser Teamkollege. Aus Berlin, richtig? Ja. Was hat er noch so? Der hat eine Instant Fusion, der hat 3 Geki. Der muss uns jetzt die letzte Runde retten. So ziemlich alles, was mir gerade in den letzten 2 Matchups gegen BA gefehlt hat. Ja. Genau. Ja, passiert. Mach mal im P1. Jetzt die letzte Runde. Guten Tag. Dirksen ist mal Schiedsrichter. Ja. Berichte mal, wie gefällt es dir so hier? Relativ gut. Nur, dass es ein knochenharter Job ist. Hm. Hat Max auch schon erzählt.
die Beine schmerzen, die Füße schmerzen. Und man muss hoffen, dass man viele Pausen bekommt. Ja. Oh, ein Timeout-Wecker. Na dann, mach mal wieder ran da. Nö. Zeit. Okay. Na, ist erstmal noch einer rauchen. Und wir müssen uns jetzt motivieren, dass wir hier noch rocken. Ja, das, klar. Das muss. Top 4 ist das dann und dann haben wir ein paar Preise. Aber die depressive Stimmung, Fehlanzeige. Nö, macht immer noch Spaß. Wir stehen nur zu 1. Ja. Chillen kurz und dann gehen wir wieder rein. 4-1 machen, Preise absagen. Ja, ich habe den Team Cup verkackt für mein Team. Timeout letzte Runde. Es steht 1-1 in Matches, 1-1 in meinem Game. Ich denke, ich hab's. Und dann hole ich anstatt einen Deviati für Minus einen Salzmas, weil ich denke, in meinem letzten Zug im Timeout könnte ich ja noch ein bisschen mehr machen, dann wenn ich noch eine Ressource mehr habe. Ich hätte aber Deviati holen können, dann hätte ich einen Knister-Effekt negiert in seinem letzten Zug oder so und er hätte nicht genug Schaden gedrückt. Aber ich wollte mal wieder nicht gewinnen. Naja, nun stehen wir 3-2 und alles cool. Team Cup, echt coole Idee, hat echt Spaß gemacht. Gucken, wir kriegen jetzt glaube ich sogar mit 9 Punkten noch irgendwie Preise. Jetzt aber erstmal kurz entspannen und dann geht's bald zur Rückreise. Also DM 2016 hat bis jetzt richtig Spaß gemacht. Hoffentlich geht alles gut bei der Rückfahrt. Jo. Dominik, dein Fazit von der DM? Ja, lief ganz gut. Top 64. Ja, Glückwunsch. Ziel nicht ganz erreicht, aber gut für Jens. Und der Beste von uns, warst dann du oder? Ja. Ja. Andere kamen leider nicht tops, ne? Nee, leider nicht. Na gut, schade. Gibt's keine Boosterhöhlen für euch. Kartenhöhlen für euch. Aber gut. So ist das Leben. Schade. Man kann nicht alles haben. Ja, alles klar. Ja, das war die DM in Mainz 2016. Also ich muss sagen, Respekt, Applaus an die Leute. Hat mir Spaß gemacht. Jetzt habe ich schon drei. Da hinten kommt Danny. Seht ihr? Da? Da? Ich würde bitte aufhören. Ja, wir gehen raus. Kein Video drehen. Mach's gut. Ja, mach draußen weiter. Alles klar. Ja. Gut, ich mach draußen weiter. Ich bin ja fast draußen. Aber wie ich euch gestern schon gesagt habe, die sind hier wieder hinterher. Und ich krieg wahrscheinlich wieder Ärger dafür. Kann man das rausschmeißen oder was? Ja, na, ich habe keinen Bock auf eine Jahressperre, weil ich aufnehme, aber gut. Oh, da kommt noch ein Schiedsrichter, wird er mir was sagen? Oh, ja. Ja, und er winkt mir als Schiedsrichter zu. Dein Kollege hat mir gerade gesagt, ich muss ausmachen. Du musst ausmachen? Hm. Ja, mach schön aus. Mach ich. Schön Feierabend. Ich bin der Meinung, das stört hier keinen mehr, wenn ich... Und dann macht er dich aus. Ich bin der Meinung, das ist ein Vorraum hier. Man hat nichts von der Spielersache gesehen, oder? Nein. Und okay, hier steht's. Das filme ich nicht. Da steht sogar Fotoaufnahmen und Bilder. Ich bin hier schon auf dem Weg nach draußen. Das war richtig. So, ja. Applaus an die ganzen Teilnehmer. Hat Spaß gemacht mit euch. Und... Essen. Ja, jetzt gibt's Essen. Was essen wir jetzt? Keine Ahnung, das erste Mal unser Interview. Okay. Alles klar. Danny war der Beste aus dem Team? Ja, Team. Top? Nee, doch, top. Ja, top 64. Cool. Dann halt gebögen, ja. Cool. Und Enrico mit Platz 80, Josenko. Bist du auch zufrieden? Ja, cool. 2. Okay. Dann passt das doch. Dann machen wir jetzt mal los.